Nichts wird mehr so sein, wie es war. Dieses Virus wird uns verändern, jeden einzelnen von uns. Da bin ich mir sicher. Die Natur macht gerade eine Pause. Sie erholt sich von Menschen, der sie mit Füßen tritt und sie ausbeutet. Delfine finden wieder Raum zum Schwimmen, weil keine Schiffe unterwegs sind. Wir dürfen gerade lernen, was wirklich wichtig ist. Wir reduzieren auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das Miteinander, das Füreinander, das Zueinander. Wir erkennen wieder unsere Stärken als Menschheit, Werte wie Solidarität, Kreativität in der Erziehung unserer eigenen Kinder, Kreativität in der Herausforderung, diese Situation zu meistern. Mein liebes Kind, unser Leben hat sich verändert in den vergangenen Tagen. Du siehst bisher die Vorteile, endlich länger schlafen, mehr Zeit mit Mama, mehr spielen, Chips zum Frühstück. Ich habe all meine selbst auferlegten Regeln gebrochen. Mir ist gerade alles egal. Hauptsache, deine Laune bleibt gut. Ich mache das, weil meine Laune gerade richtig schlecht ist. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur eine Laune, es ist ein riesengroßer Weltschmerz. Für dich bin ich die große Mama, die lustige Mama, die zuversichtliche Mama. Es ist heute so schwer für mich wie noch nie, dir diese Mama zu sein. Denn ich bin gerade einfach nur traurig. Ich bin traurig, wenn ich an unseren Sommer denke. So sehr hatte ich mich darauf gefreut, mit dir schwimmen zu gehen. Wir beide lieben es, uns im Wasser treiben zu lassen. Ein Sommer ohne Schwimmbad, in diesem Jahr wird das anders. Ein Sommer ohne Eiskaffee, in diesem Jahr wird das anders. Gerade wird alles anders und ich wünsche mir so sehr, dass es anders wäre. Aber es ist so, wie es ist, und es bricht mir das Herz, nicht nur für mich, sondern für dich. Ich wünsche dir die allerbeste Kindheit, Unbeschwertheit, Freude, Freiheit. Gerade spüre ich nichts davon. Ich spüre Anspannung, Stress, Sorgen. Geh nicht zu nah an die anderen Kinder. Nein, kein Spielplatz heute. Huste in deinen Ellenbogen. Nein, keine Spielverabredung mehr mit deinem besten Freund. Gleichzeitig versuche ich zu arbeiten, so gut es geht. Du bist jetzt dabei. Du bist genervt, dass ich arbeite, wenn du zu Hause bist. Du bist zu Recht genervt. So soll es nicht sein, das Leben. Ich am Computer, du allein im Kinderzimmer. Lernen willst du. Du gehst gern zur Schule. Doch wann es wieder in die Schule geht, das weiß niemand. Ein paar Wochen, sage ich. Aber wissen tue ich es nicht genau. Zu Hause lernen findest du blöd und ich finde es auch blöd. Ich will nicht deine Lehrerin sein, ich will deine Mama sein. Heute ist Tag 2 und niemand kann sagen, ob es Tag 2 von 20 Tagen ist oder Tag 2 von 200 Tagen oder Tag 2 von 2 Jahren. Ich kann dir nicht sagen, wann du deine Oma und Opa wiedersehen wirst. Gerade kann ich dir nicht mehr sagen, ob wir nächste Woche noch das Haus verlassen dürfen. Ich habe mir ein anderes Leben für dich gewünscht, als das, was wir gerade führen. Gleichzeitig weiß ich, wie gut wir es haben. Es gibt so viele Kinder, die es gerade nicht gut haben, die sich nicht so darauf freuen, ein paar Wochen allein mit ihren Eltern zu verbringen, die Angst davor haben, vor dieser Zeit. Es gibt Kinder, die gerade gar nicht bei ihren Eltern sein können, die ganz allein und kein Zuhause haben. Wir haben es gut, wir haben uns. Zum Abendessen mache ich dein Lieblingsessen. Ich versuche dir jeden Wunsch zu erfüllen, weil ich meinen größten Wunsch für dich, den einer sorgenfreien Kindheit, gerade nicht erfüllen kann. Ich versuche stark für dich zu sein. Ich versuche groß für dich zu sein. Ich versuche, zuversichtlich für dich zu sein. In Liebe, deine Mama.